Und als nächste Wortmeldung Kollege Dr. Dürr. Bitte sehr. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ist schon gesagt worden vom Kollege Piazzolo, einschränkend für so eine Kleinigkeit braucht es normalerweise keinen Gesetzentwurf. Dass die Freien Wähler jetzt trotzdem einen vorlegen müssen, ist natürlich eine massive Kritik am Versagen der Staatsregierung. Offenbar schaffen Sie es, Herr Minister Heubisch, nicht, die LMU auf Linie zu bringen, nämlich auf die Linie, über die wir uns im Hochschulausschuss im Prinzip alle einig sind. Also der Wille des Parlaments, der ist doch jetzt deutlich geworden, der ist eindeutig. Ja, also haben Sie nicht zugehört. Der ist eindeutig dafür, dass wir diesen Ausnahmetatbestand bei der LMU nicht bereit sind hinzunehmen. Das ist von allen jetzt gesagt worden. Und es ist auch gesagt worden, dass der Wunsch älterer Menschen auf Weiterbildung berechtigt ist. Wir reden immer von lebenslanges Lernen und das ist auch richtig so, aber um lebenslanges Lernen zu ermöglichen, müssen sich halt auch die Hochschulen entsprechend öffnen und das schaffen ja auch alle, bloß die LMU schafft es nicht. Entstanden ist das Problem, das muss man auch sagen, allerdings erst nach einer jüngsten Gesetzesänderung, die Hochschulen das freigestellt hat, eigene Gebührenentscheidungen zu treffen und die LMU war damit offensichtlich überfordert. Sie nutzt jetzt die Möglichkeit, um Seniorenstudierende abzuschrecken und sie schafft es. Die sind abgeschreckt. Das ist aber nicht im Sinne des Gesetzgebers und weil die LMU selber unfähig zur Korrektur ist und auch Sie, Herr Minister, das nicht hinkriegen, deswegen wird es jetzt der Landtag in die Hand nehmen und in dem Sinne freue ich mich sehr auf die Diskussionen im Hochschulausschuss. Kolleginnen und Kollegen, weil ich jetzt schon mal da stehe und weil ich nur ein paar Minuten habe und weil ich noch keinen beleidigt habe, will ich noch, nein, die beleidigt war das noch nicht, will ich noch ein paar Worte in eigener Sache sagen, also und zwar nicht in persönlich eigener Sache, sondern in Sache des Parlaments und das will ich jetzt auch sagen, obwohl die Präsidentin nicht da ist. Ihr habt vielleicht heute in Süddeutsche gelesen und ihr habt vielleicht auch den Rundbrief der Präsidentin gelesen und deswegen möchte ich jetzt ganz klar sagen, für jeden, der hier drin sitzt und auch für alle draußen, die mich jetzt nicht hören, ein Parlament ist keine Schulklasse. Ein Parlament ist keine Schulklasse, auch wenn das viele Schulklassen erwarten. Ja? Warum erwarten Sie das? Weil Sie in politischer Bildung immer noch nicht darüber aufgeklärt sind, dass wir keine Schulklasse sind. Herr Kollege. Ja, ich komme gleich zur Beleidigung, keine Sorge. Nein, Entschuldigung, aber ja. irgendwie sollten Sie zum Thema reden. Ja, das sage ich, ich komme gleich zur Beleidigung. Ja. Das Parlament hat aus guten Gründen eigene Regeln und die sollten wir als Parlamentarier auch offensiv verteidigen. Streit ist in Deutschland nicht besonders beliebt, das wissen wir alle, aber ohne politische Auseinandersetzung gibt es keine lebendige Demokratie. Und dazu müssen wir als Parlamentarier stehen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich noch nie ein Problem damit hatte, denjenigen, die ich von hier aus angreife, in die Augen zu schauen. Ja? Nicht während der Attacke, da habe ich noch nie ein Problem gehabt, auch nicht nach der Attacke habe ich ein Problem. Höchstens, es waren zu viele auf einmal. Ja? Dann kann ich nicht alle gleichzeitig in die Augen schauen. Oder Sie sitzen mir im Knack. Also nichts für ungut, Frau Präsidentin Stamm. So.